Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Minecraft. Früher dachte ich immer, Leute, die Minecraft sagen, sind viel uncooler als die Leute, die Minecraft sagen. Ich habe was Neues. Da muss ich mal kurz Musik. Hört ihr das? Jetzt vielleicht noch nicht. Ich habe Alpha Sounds. Einfach mal Alpha Sounds, weil Alpha Sounds cool sind. Ich habe ein bisschen gefüttert. Das habe ich auch schon gemacht. Also die Schafe sind ein bisschen mehr. Die auch leider. Oh mein Gott. Oh, die Schweine habe ich noch nicht gefüttert. Und damit hat sie auch was auf sich. Rüben, ne? Handmixer hat das gesagt. Und wir sollen noch eine Sule für unsere Schweinchen machen. Das heißt, so eine Matschpfütze, das wäre natürlich auch ziemlich cool. So. Ich wollte gerade, was sind das für Schweine? Aber die sind ja hier. Hallo. Hallo. Oh, das sind drei. Die machen jetzt ein Dreier. Das ist dann nicht so... Erfolgsversprechend. Hier fehlt noch eine Laterne. Oh, das war knapp. Na klar, wenn ich aufnehme, ist Pisswetter. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall Alpha-Sound so ziemlich überall. Was aber cool ist. So. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch... Ach, wir haben so viel Shit. Wir haben ja sogar eine eigene Redstone-Kiste. Bruchsteinschiefer. Das war spezieller Stein, wa? Haya Karamba. Ich zeig euch gleich, was ich gemacht habe. Cobblestone, warum auch immer, groß geschrieben. Und rote Beete-Samen kommen bei Samen und Pflanzen hin. Davon haben wir jetzt auch... Ach, wir haben einfach genug von allem. Was wollte ich? Deko. Genau, eine Sule. Da müssen wir... Also ich würde das verbinden sowieso mit ein... ich wollte gerade Matschgebiet sagen. Ein Dschungelgebiet finden. Ich glaube, das sollten wir machen. Wir nehmen Bett mit. Oder auch nicht, denn es ist spannender in der Nacht. Ich zeige euch aber, was ich gemacht habe. Weil. Ich hatte ja schon Bauchschmerzen, dass das hier ins Nichts führt. Wir haben ja einmal bis zum Ende gebuddelt. Weil das wird natürlich jetzt bald auch mal in Angriff genommen. Und vor allem hier rundrum. Hier schleicht und kreucht noch einiges rum, was ich doof finde. Da oben bullert's. Warum auch immer, aber ist egal. Ich zeige euch das schnell. Wir müssen zwar dann hoch und runter laufen, aber hey. Wir haben ja Zeit. Genau. Ich habe nämlich was gefunden. Weil ich wollte nicht schon in der Aufnahme, wollte nicht gleich wieder anfangen mit so Script-Mine und dann sieht man nichts. Und außerdem wollte ich ja auch ein bisschen die Alpha-Sounds testen. Guck mal, wir haben apropos direkt in unserem geplanten Lore-Weg hier eine Amethystenhöhle. Und die wachsen ja immer nach, ne? Also wir haben alles. Wir müssen ins Nether bald. Warte mal, habe ich die Sounds in dem Spiel eigentlich? Ja, die sind ganz hoch. Alles klar. Außer die Musik ist aus. Aus Gründen. So, genau. Hier ist das Ende. Das sieht man in diesen Ponökels. Das sind unabbaubare Blöcke, weil hier geht es einfach nicht weiter. Hier ist einfach in dem Gelände. So, und dann habe ich einfach mal gestripmined, was ich ja, ihr wisst ja, was ich, dass ich das nicht gerne tue, weil it's boring. Aber ich habe es trotzdem getan. Hier sind drei Fackeln, damit ich nicht vergesse, dass hier böse, böse, böse Lava drunter ist. Hier war nämlich ein Lavasee. Und, ich habe das hier gefunden.
ein Höhlenkomplex, nehme ich mal an. Da vorne wären zum Beispiel, glaube ich. Ja, es ist ein Höhlenkomplex. Das bedeutet, wir können uns hier von unten nach oben arbeiten. Und ob das, warum das jetzt ein Vorteil ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber wir können es auf jeden Fall. So, das muss als Erklärung ausreichen. So, und wie gesagt, heute, in der heutigen Folge, kümmern wir uns tatsächlich um Dschungel, oder? Wir brauchen nämlich, wo habe ich denn das Dschungelholz her eigentlich? Ich muss doch irgendwo ein Tropenholz gesehen haben. Dum, 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 dum. Aber I don't know. Weil wir brauchen diese Ranken. Genau. Wir können ja vielleicht selber so einen Dschungel züchten. Das sieht sehr wackelig aus. So. Und das pisst. Aber so ein Dschungel wäre schon nicht schlecht. Ich baue schon mal direkt eine Schere, oder? So. Essen haben wir hier auch noch drin. Ich habe ein paar Schnitzel reingepackt. Bett ist Deko. Genau. Da, dann los. Bett nehmen wir sicherheitshalber mit. Okay, ein paar Fackeln wäre nicht schlecht. Fackeln hätte ich. Die hätte ich sonst. Wo bin ich? Hier hätte ich die sonst, ne? Aber guck mal, ist gar kein Problem. So, und die Fackeln. Wir brauchen eh immer viel. Bumm. Okay, das war jetzt vielleicht zu viel. Aber nee, wir brauchen ja immer viel. Und vielleicht noch etwas Holz, bitte. Why not? So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir los, oder? So unerschrocken, wie wir nun mal sind. Ich weiß nicht, Dschungel war, glaube ich, in diese Richtung. Ich glaube, wir sind irgendwie so übers Eis gelaufen. Da war ja auch dieses Dorf, was wir gefunden haben. Genau, hier haben wir unser schützende Lava, falls wir irgendwann mal Lava für irgendwas brauchen. Da ist ein Boot. Das sah so aus, als wollte ich mal auf ganz große Entdeckungsreise gehen und habe nicht gesehen, dass hier alles vereist ist. Oh, guck mal, der Schnee. Stimmt, wenn es hier regnet, muss es hier schneien. Krasses Spiel. Was ist das hier für eine Verschandelung? Nehmen wir mit. Oh ja, hier kann man auch tolle Sachen bauen. Ein Eispalast. Das wäre nicht schlecht, oder? Das wäre echt ziemlich cool. Guck mal, wie weitläufig das so ist. Die sind nur so lange gut, solange man sich nicht so nährt, oder? Jetzt so 32 Stück von denen muss ich jetzt nicht haben. Oh, ich hab ein Schwert, Junge. Ich hab ein Schwert. Okay, okay, hier sind viele, viele Schneebären. Ach, guck mal, die sind da auf der einsamen Scholle. Vor allem unsere Eisbären in der echten Welt, die haben es echt nicht leicht, ne? Bezüglich Klimakrise, ich bevorzuge ja den Begriff Klimakrise, weil Klimawandel klingt irgendwie so nicht menschengemacht. Und WissenschaftlerInnen haben es bewiesen. Aber es interessiert ja heute keinen mehr, was WissenschaftlerInnen herausfinden. Es interessiert vielmehr, was irgendwelche AfD-Nazi-Spacken erzählen, aber okay.
Letztens wollte mir mal einer sagen, es ist aber frech, wenn du sagst, dass die Leute von der AfD Nazis sind. Also. Guck mal hier, da hinten und lol. Wie viel WhatsApp-Chat-Gruppen soll man denn noch leaken? Oh, alte Alpha-Sounds. Um zu checken, dass das einfach scheiß Nazis sind. So. Und da hört man ja manchmal auch so gruselige Sätze wie Black. Volle Soli mit Lindemann und sowas. Eieiei, eier Karamba. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus wollte, Klimawandel, also die Polarbären, wie sie ja eigentlich heißen, glaube ich, die haben ja dolle was davon, wenn im Winter das Meer zufriert, da wo die wohnen. Weil, jetzt wird es ein bisschen grausam, aber das ist Natur. Weil, da trauen sich nämlich ein paar Robben aus so Löchern im Eis, um so zu gucken, weißt du? Und die Eisbären wissen das. Und die essen die Robben. Und weil Robben viel Fett haben, ist es deren... LOL! Oh, mit Baby ist es gemein. Hallo? Ruhe bewahren. Da ist das quasi deren Winterfett... Garant. Oh, so ist gut. Und, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, aber wenn das nicht mehr friert, so richtig, dann können die sich quasi für ihren Winterschlaf Sorry, dass ich deine Mutti getötet habe. Es tut mir wirklich leid. Aber warte mal, ich fütter den. Will der das nicht? Will der das hier? Will der auch nicht? Oh, der weint jetzt. Ey, die hat mich angegriffen. Ach, scheiße. Ist ja eine Scheißfolge heute. Naja, was soll man machen? Grausames Spiel. Gehört mit zu den Killerspielen auf jeden Fall. Aua. Knall ihn ab. So. Was ich sagen wollte. Genau, und das ist halt ein Problem für die Eisbären, ne? Das ist ein großes Problem und das ist doof. Warum eigentlich Dschungel? Habe ich das vorhin erklärt? Weil im Dschungel auch immer Matsch ist. Und so eine Sohle für unsere Schweine wäre nicht schlecht. Oh, jetzt hängt meine Leertasse. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe meine Tastatur sauber gemacht. Und, die Leertaste war eh schon irgendwie so komisch. Oh, lol. Und da ist irgendwas abgebrochen. Das muss aber schon lange so sein. Aber jetzt, wo ich die so rausgehebelt habe, hat sich da so ein Ding endgültig verabschiedet. Also, es hängt nicht oder so. Es fühlt sich nur ungewohnt an. Und das ist doof. Da sind Polarwölfe. Die interessieren uns auch nicht so viel. Naja. Okay, das ist alles okay. Hoffe ich. Where is the jungle? Gibt es in der Eiswelt irgendwas sowas wie so ein Eispalast oder so, den man finden kann und dann... Keine Ahnung. Es leckt ein bisschen beim Laden. Das ist aber kein Problem für uns. Da sehe ich sehr verschneite... Bergmassive, da sehe ich nur Eisberge. What the hell? Ein verzauberter Bogen lugt hinter diesem Baum hervor. Er ist tot. Er kommt nicht mehr zurück. Vor allem hier ohne Fackel, ohne irgendwas. Aber im Schnee geht das. Das ist ja auch im Real Life so, ne? Nächte im Schnee sind heller. Wir haben so kleine Legs.
Das ist aber überhaupt nicht schlimm. So. Ich mag die Alpha-Sounds irgendwie. Wäh. Geht das schon wieder los mit den Lags, ne? Wenn das jetzt ganz schlimm wird, muss ich hier wieder die Sichtweite runterstellen, was immer ein bisschen schade ist. Polarhasen. Wow. Explosion klingt jetzt auch wieder ganz anders. Wir haben ja im Let's Play hier schon irgendwie alles an Sounds auch gehabt. Hallo? Explodier mal bitte. Er groovt lieber zur Musik ab. Explodier! Da, hast du gehört? Alpha! Ich war jetzt selber gespannt, weil ich noch nicht wusste, wie sich... Ob die Explosionen mit implementiert sind von früher. Hat eigentlich von euch einer Minecraft Alpha gespielt? Also ich glaube, ich habe so eine... Wäh. Ich weiß gar nicht, wann habe ich denn angefangen? War das da schon früh released? Ich glaube nicht. Rutschpartie. Da ist noch ein... Wo kam er denn her? Das ist ein Illager. Und ziemlich tot auf jeden Fall. Hätten wir gar keinen Kompass gebraucht, wir hätten nur die ganzen Explosionskrater zurückverfolgen müssen, dann wären wir auch wieder nach Hause gekommen. So, dann schauen wir mal. Hallo Schwein. Guck mal, hier wären auch viele Schweine gewesen. Und wir warten durch den Schnee. Soll das ein Halbmond sein? Oh. Oh, guck mal, der Wolf. Der hat gerissen hier. Auch traurig. Wölfe wollen sie auch abknallen. Ich lebe ja in dem Bundesland Brandenburg. Hier wollen sie Wölfe abknallen, auf jeden Fall. Oh, hier können wir schlafen. Wenn Monster... Ist ein Monster in der Nähe? Was haben wir denn hier? Kohle? Oh, guck mal, unser Inventar ist schon voll. Voll mit Müll. Braune Wolle, das brauchen wir nicht. Rote Beete, wir brauchen eigentlich... Die Kohle würde ich halt mitnehmen. Die Erde kann auch hier rein. Wo sind denn hier Monster in der Nähe? Wegen den paar Spinnen da hinten, oder wie? Waren wir hier schon? Auf so einem... Schneegipfel... Schneegipfeldorf? Ich habe jetzt keinen Namen dafür. Räucherofen? Es gibt Räucheröfen? Da kommt ja das Gleiche raus. Hey, aber gut zu wissen. Guck mal, jetzt wird Tag. Wow. What a... Beautiful Game. Ey, der macht hier das Dorf kaputt. Das können wir nicht zulassen. Ah, es sieht echt richtig schön aus. Uah. Aber es sieht so gar nicht nach Dschungel aus. Das hier ist so ein... Weiß ich nicht.
Damit kann man irgendwie, man kann ja irgendwie selber Dorfbewohner Jobs geben und so. Guck mal, die haben sogar so eine Kleidung an. Aha. Was wächst hier? Kartoffeln. Oh, der gibt uns Smaragde für Kartoffeln. Nicht schlecht zu wissen. Oh. Leckt ein bisschen. Das ist ein Fass. Okay, Fässer kann man auch bauen. Interessant, interessant. Müssen eh noch auch brauen und so Tränke brauen. Oh mein Gott, das wird sehr kompliziert. Ich habe mir da schon mal ein bisschen reingeguckt in die Thematik und holy shit. Da müssen wir echt viel machen. Hallo. Das ist der Beschützer von diesem... Aber cool, dass sie so Winterjacken anhaben, wenn das Winter... Guck mal, was die... Die geben mir das alles für... Die geben mir Emeralds. Lieber meine Karte zum Dschungel wäre nicht schlecht gewesen. So, solange das nur so Mini-Ruckler sind, wenn ich weiß, dass der hier ganz viel laden muss, ist es okay. Okay, da, das sieht so nach Wald aus. Aber sieht das auch nach Dschungel aus? What the fuck, guck dir mal die Schlucht an. Ja, jetzt muss der ganz viel laden. Also da sind Mini-Ruckler auf jeden Fall okay. Aua. Nehmen wir mit. Schon wenigen Erfahrungspunkten. Schon allein deswegen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Minecraft auf meine SSD installiert habe. Vielleicht sollte ich das einfach mal tun. Falls dem nicht so ist. Hier, dieses Avatar-Spiel. Ich bin einfach schwach geworden und hab's mir echt zum Vollpreis geholt, was ich sehr selten tue. Aber das, ich habe mich gewundert, ne? Das war unspielbar und ich habe dann gelesen, so, nichts war bekannt irgendwie von solch technischen Problemen, die ich hatte. Mal hier und da mal so ein Eintrag, aber nicht genau spezifisch das, was ich hatte. Und wenn es das relevant gewesen wäre, hätte ich da mehr Beiträge gesehen, laut Erfahrung. Es lag einfach daran, dass ich das auf meiner alten HDD-Festplatte installiert habe. Also es hat, weil meine Grafikkarte hatte genügend Speicher für sowas und war dick genug für sowas, aber ja, was soll man sagen? Dann habe ich es nochmal deinstalliert, nochmal auf der SSD installiert und seitdem läuft es wie geschmiert einfach. Naja. So, sehr schön, ein bisschen Kohle mitgenommen. Über den Stack. Freuen wir uns alle. Aber es sieht sehr interessant aus hier. Oh, ich will aber die Mini-Ruckler nicht. Warte mal. Wir gucken mal. Wir können hier vielleicht... Oh, warte mal. Machen wir auf 16. Weil 16 reicht auch noch. Ich weiß, so ganz weit gucken ist schon cool, aber... Aber Ruckler sind halt auch immer doof. Mhm.
vielleicht können wir es ein bisschen. wir machen mal auf 20 und gucken mal, was passiert. Hä? Ist der Song jemals aufgetaucht eigentlich, der gerade läuft? Während einer Aufnahme? Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Eine Blümchenwiese. Das sieht auch nicht sehr dschungelmäßig aus. Ah, das ist so richtig so ein Wiesenbiom. Oh, guck mal da hinten. Der Baum sieht verdächtig aus. So ein Wiesenbiom. Sowas hätte ich für einen Start gebraucht. Wir waren ja wirklich im Wald, weil guck mal, das hier ist. Guck mal, das ist ein Esel. Oh, jetzt hat ein bisschen geleckt wieder. Das könnte jetzt so ein Biom übergreifend sein. Och, und die Häschen, wie sie hier so lang koppeln. Ist ja süß. Das ist natürlich auch richtig gut als Startgebiet. Man muss nicht so viel terraformen. Ja, man muss auch schon terraformen, aber nicht so viel. Aber man muss vor Holz immer weit laufen. Ist das da hinten Dschungel oder sind das Fichten? Aua, das sind Fichten, oder? Ja, das sind Fichten. Okay. Bleiben wir mal doch bei 16. Ach, guck mal hier, das ist auch verkehrt. Bitrate muss auf 60 gelockt sein. Besser zum Aufnehmen für mich. Wir gehen eine Weile, wa? Gebratener Kabeljau. Oh, der war lecker. Im Real Life würde ich auch nie einen Fisch essen. Nicht mehr. Es gibt ja so Leute, die sagen, die sind Vegetarier, obwohl sie Fische essen. Es gibt sogar Leute, die sagen, die sind vegan. Aber ich esse halt manchmal Fisch. Also, that's not vegan. Und das ist auch nicht vegetarisch. Vegetarisch, ganz einfach, es darf nichts gestorben sein. Nichts Gestorbenes. Problem an Vegetarismus, großes Problem. Alle anderen Tierprodukte sind okay. Also Ausbeutung von Tieren wird zu 100%... Wir haben wieder Mini-Lags. Wir lassen es erstmal so. Es könnte wirklich sein, weil wir hier viele Biome durchkreuzen. LOL! Das ist ein Kirschbiom. What? Oh, wow. Wow. Wir haben noch vor dem Update, bevor es das überhaupt gab, die Map angefangen. Also ganz frisch geladen hier für uns. Cool. Das nehmen wir alles mit. Das ist rosanes Holz. Und rosanes Holz nehmen wir mit. Wie heißt das? Kirschstamm, genau. Wow, da können wir uns so einen japanischen Pavillon bauen oder so. Wie das da so runterflattert auch. Ich will nur ein paar Saplings haben. Warte mal. Kontrolle. Da. Einer reicht schon. Da können wir uns das hier zusammen züchten. Aber zwei wären auch nicht schlecht, dann würde es schneller gehen, Spiel. Ging schneller, hat ja auch Minecraft was. Okay, Leute, machen wir beim nächsten Mal weiter, wa? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, hey, zwar kein Dschungel gefunden, aber sowas hier. Oder? Okay, dann warte mal so hier und dann, macht's gut, ciao.